Luigi! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe ein paar neue News für euch. Wie ihr ja schon vielleicht gemerkt habt, gibt es ja bei Kasse immer die Anime Nights in Deutschland und die sind dieses Jahr auch schon voll in Gange und sind richtig unterwegs. Es liefen schon ein paar Filme, auch letztes Jahr. Auf jeden Fall sind heute die neuen Termine bekannt geworden für den Rest, also das halbe Jahr jetzt danach. Um was es sich handelt, sage ich euch jetzt. Am 26. Juni kommt der gut erwartete Attack on Titan Film, also der dritte Movie, Gebrüll des Erwachens. Und dieser sollte auf jeden Fall in der deutschen Fassung jetzt kommen. Ja, die Fans, die es schon auf Japanisch kennen, sollten sich es vielleicht nochmal in der deutschen Fassung anschauen. Außerdem kommt am 31. Juli, was schon sehr früh ist, Dragon Cry in deutscher Fassung von Fairy Tail. Ich weiß noch, letztes Jahr lief der in der japanischen Fassung und deswegen wundere ich mich, dass die jetzt schon so weit sind. Also in den Anime Releases sind sie ja eigentlich noch nicht so weit. Deswegen frage ich mich, warum jetzt Dragon Cry jetzt schon in deutscher Fassung kommt. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch, aber eigentlich sollte das nicht so ganz aufgehen. Habt ihr letztes Jahr Dragon Cry gesehen? Der war richtig geil. Stimmt mal oben ab. Am 28. August ist eine Sneak Preview. Keiner weiß, um was es geht. Auch in der Presseverteilung will noch keiner darüber reden, was es denn für ein Film ist. Was denkt ihr denn? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was da für ein Film präsentiert wird. Also ich habe irgendwie überhaupt gar keine Idee, aber... Am 25. September erwartet uns dann Lou Over the Wall. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, werde ich mir definitiv im Kino mal reinziehen. Wie fandet ihr den? Habt ihr den schon gesehen oder wie schaut's aus? Das Ganze kommt natürlich auch in der deutschen Fassung. Am 30. Oktober kommt dann Night is Short, Walk on Girl, auch in der deutschen Fassung eben. Habe ich auch noch nicht gesehen, werde ich mir definitiv auch geben. Also wie ihr seht, alles auch in der deutschen Fassung. Inwiefern dann die Kinos auch wieder die Originalfassung ausstrahlen, weiß ich nicht. Gibt es auch keine Bekanntmachung. Wenn jemand was weiß, kann er ganz drunter schreiben, weil oftmals kamen ja die Filme im japanischen Original und trotzdem im deutschen. Könnte sein, dass sich das Ganze jetzt auch nur auf die deutsche Synchro beschränkt. Ich muss aber auch sagen, also bei den Filmen meistens, die wirklich in die Kinos kommen, man kann damit leben mit der deutschen Synchro. Also ich rede jetzt von Spielfilmen, nicht von Serien. Da streiten sich immer die Geister, kennt ihr ja. Ich hatte das schon oft gefragt, aber nutzt ihr solche Kinosachen eigentlich wirklich? Oder sagt ihr, das geht direkt an euch vorbei? Ich kann es euch nur empfehlen, geht ins Kino, nutzt dieses Erlebnis, denn Japan ist... in diesen Raum, in diesen Kinoraum, wenn ihr da seid, denn dort sind alle Otakus, die auch Animes lieben. Man sieht vielleicht einige Gesichter aus der Stadt, aus der man kommt oder aus der Region, wo ihr dachtet, also die kenne ich jetzt noch nicht, dass die Anime schaut, das habe ich nicht gedacht. Oh. So ging es mir auch, denn ich habe auch einige gesehen, die habe ich danach immer wieder mal getroffen in der Stadt und immer gesagt, ey, schön, dass du auch Fairy Tail warst, geil, Mann, geil. Das war es soweit jetzt auch von den News. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Sayonara, ciao. Nehmt dieses Erlebnis mit. Heuschnupfen. Wow. Wie sagt man eigentlich in Japan Gesundheit? Kann mir das mal einer von euch sagen?